mal hier hin. Eine Angelrute, ganz ehrlich. Ja, und hier diese Crystal Shards benutze ich so gut wie gar nicht, ehrlich gesagt. Ich auch nicht. Ich wünsche, das zaubert der Ich habe die zum automatisch. Geld Also, dass benutzt. er immer, wenn welche fehlen, sie automatisch nachfüllt. Das wäre Wäre ein bisschen geil. okay, ne? Ja, aber vielleicht, keine Ahnung, dass er so einmal pro 10 Sekunden das macht. Also, war kein Plan. Ich weiß es doch nicht, Raimund. Ich weiß es doch auch nicht. Oh, bei Minecraft ist ja eher in der Third Person bzw. Ego-Perspektive. Das ist so Ja. ein Mix aus Minecraft und Terraria. Das ist halt. Ja, aber schon eher Terraria von den Erzen her und so. Da ist Ja, Minecraft ja das übel schon. simpel gehalten, ne? Ja, das stimmt. Und auch das Hier Crafting ist halt auch ist so ziemlich verschiedene genauso. Tiers, wie du dann. Ja. Ja. Und hier ist auch noch, wenn wir gleich in die Base zurückgehen, dann kann ich euch das zeigen. Hier hat man halt NPCs und baut sich eine eigene Siedlung auf oder eine eigene Kolonie. Und kann die dann halt auch managen, den Aufgaben zuweisen. So ein bisschen wie RimWorld. Ja, mega sick. Auf Gib dir jeden die. Fall. Wow! Ja, ich glaube, du hast recht. Diese Wunderlampe funktioniert irgendwie trotzdem besser. Schießt halt auch durch die durch, ne? Projektil ist halt schneller Ja, rum. so ist das schon. Duft der Gegner anlockt. Stinkendes Fläschchen. Verleibt ja einen Duft der Gegner anlockt. Unbegrenzt nutzbar. Wow. Cool. Ah, Nehmen ja. wir mal mit. Da unten ist ein Knuffenser. Brauche ich Kannst du nicht. das mal kurz plätten? Ja, safe. Na komm. Sehr gut. Ich glaube, ich gehe doch auf Beschwörung, Alter. Nee, eigentlich nicht. Eigentlich will ich schon Magier bleiben. Es kommt bestimmt noch richtig geile Zauber. Oh mein Gott, ein Knuffenser. Alter, wie viele Spinnen sind hier noch? Nein! Hold I'm dying. on. Ja, verdammt. Da wolltest du zu viel. Ja, da war wieder der Greed. Alter, das ist eine Höhle. Assassin's Greed. Der Greed. So. Steinpfeil kann ich auch wegschmeißen. Vor allem Dornen. Was Boah, soll man jetzt will ich da damit? über deinen Stufen nicht rüberlaufen. Die kannst du platzieren, dann ist das wie so eine. Also das macht halt Schaden, wenn man durchläuft, kann man vielleicht auch benutzen, um einen Raid abzuwehren. Ist aber auch Handwerksmaterial, steht hier. Ui, das wusste ich nicht. Keine Ahnung. Kann man also bestimmt irgendwas draus craften. Kann man ja mal das Buch fragen, was er. Rappen, rappen. Von allen Seiten. Von allen Seiten. Angeln wir daneben. Zack. Und Sumpflarve. Gut. Dann komme ich wieder zurück. Ja, theoretisch kannst du mein Inventar Ich eigentlich bin auch ein mitnehmen. Zombie auch, ja. Aber Das ich kannst weiß du nicht. theoretisch auch mitnehmen. Und du kannst mein Inventar theoretisch auch mitnehmen, aber Uff. ich weiß nicht, ob Was? du da genug Platz für hast. Nee, ich safe nicht. Ich bin auch schon echt Oberkante. Oberkante, Unterlippe. Unterlippe. Ich verstehe. Alter, wie lange ist denn schon wieder Nacht? Wahrscheinlich waren wir jetzt die ganze Nacht, den ganzen Tag unter Tage, ne? Unter Tage. Ja, denke ich auch. Zack. So, ich bin wieder unten. Raymond, du warst da, wo ich gestorben bin, ne? Wo dein Stuff ist, jo. Gut. Hier ist noch Gold, was wir übersehen haben.
Das Ding kann auch weg. Ich habe jede Menge Erz und Stuff, also. Ja, ich auch. Also, jetzt nicht mehr, aber das liegt da noch. Ich hoffe, das despawnt nicht. Glaub aber nicht, ne? Mein Inventar triggert dich übelst. Ja, safe, Alter, das ist alles voll. Da ist, oh Gott, ganz viele Knuffenser. Oh shit, oh shit. Meine Schneemänner regeln. Ja. Und die Schleime auch, komm schon. Da oben zum Knuffenser bitte. Ach, die kommen da nicht hin wegen der Truhe davor, lol. Hier noch. Ja, das war übrigens perfekt. Das war einfach richtig gut platziert, das Knuffenser. Das konnte nicht angegriffen werden, dreist. Da hat der Zufallsgenerator sich schon was dabei gedacht. Was dabei gedacht, aber auch. Zufällig gedacht. Pfandleier verlässt Stadt. Oh, fuck. Was? Der Pfandleier verlässt. Aber das ist nicht unser Pfandleier. Nee, wir haben gar keinen Pfandleier. Der Pfandleier kommt einfach immer so vorbei. Ich war nicht der erste Fuzzi, den wir hatten? Der alte Opa? Ist das nicht ein Pfandleier? Nein. Sondern? Das ist einfach nur der Älteste. Der ist wie bei Terraria der Guide. Ah ja, der Älteste, stimmt. Okay, hier ist ein Hebel. Ich weiß nicht, wo das TNT ist. Cause I'm TNT. Da ist das TNT. Dann lass uns das mal aktivieren, oder? Dein Might. TNT. Ja, da war Fight. Mach ich gleich, Billy. Boah, mein Inventory ist schon sowas von überfüllt. Ja, jetzt wo ich meins wieder aufgesammelt habe, meins auch. Tatsächlich. Ich baue hier nochmal ein paar Schienen ab. Baue ich nochmal das TNT, nice. Also ich glaube, Schienen brauchst du gar keine bauen, die kannst du einfach immer überall abbauen, wo sie sind. In den Höhlen. Ja, ist halt nur lästig, ne? Aber ja. Nein, du machst das so. Ach so, dann ist es ja gar nicht lästig. Stimmt. Nee, genau. Dann ist es ja gar nicht anstrengend und nervig. Das erledigt sich dann. Wenn man keine Wahl hat, hat sich das Ganze erledigt. Ja. Sag mal, wieso? Ich kann es markieren als Ziel, aber trotzdem laufen meine Viecher nicht hin. Hä? Markieren als Ziel? Die haben es nicht gesehen, lol. Ja, du kannst mit einer Beschwörungswaffe kannst du ein Ziel markieren. Ah, das ist ja geil. Ich muss einmal was zu trinken holen. Machen wir es so. Gib mal die Quest kurz ab. Welche Quest? Boxhandschuhpistole. Wollt ihr mich verarschen? Boxhandschuhpistole, was? Ein Sumpfaal, jetzt habe ich die Quest auch. Hä? Boah, wie viel es hier noch gibt, Alter. Die sind ja wieder. Warte mal. Höhlen. Wenn du die Sumpfaal-Quest hast, dann bleib mal zu Hause. Dann dann angel ich jetzt eben ein. Ah, nee, scheiße. Ja, aber ich kann doch. Dir, gibst den dir? Ach so. Aus dem Inventar schmeißen. In der Truhe kannst du. Du kannst auch Janus 2 geben. Er kann ihn nur nicht selber angeln, er kann ihn aber aufnehmen. Ja, aber das Problem ist, ich habe die Angel nicht mehr dabei. Fällt mir gerade auf. Also, funktioniert sowieso nicht. Hast du zufällig eine Angel? Ja. Ihr könnt doch eine finden. Ihr könnt doch eine finden. Dann müssen wir jetzt ganz schnell eine finden. Das Planen. Mein Inventory ist zwar voll, aber. Okay, ich hab einen Angeltrank. Immerhin schon mal. Ja, sehr gut. Bringt nichts. Ja. Du bist so nützlich wie ein Lutscher, der nach Scheiße schmeckt. Ey, Junge, das ist übelst nützlich. Ja, um jemanden zu trollen, oder was? Holz. Übelst nützlich. Holz. Hier ist noch Gold. Schwede. Das nenne ich mal eine Menge Erz. So.
Oh, da unten ist noch eine Falle. Ich brauche stärkere Waffen, ey. Das geht mir langsam hier richtig auf den Piss. Ich brauche eine bessere Spitzhacke. Auf Pisse. Pisse. Darava. Ist irgendwelche Laute von sich geben immer. Gehen wir gleich noch auf die Piste. Ich glaube, wir gehen gleich richtig ab auf die Piste. Oh, Nuggets, Alter, Billy, sehr gut. Alter! Chicken McNuggets. Ja, wahrscheinlich, sonst also. Chicken Mac oder Pimp Daddy Mac? Band. Pimp Daddy Mac Nuggets. Knuckles. Knuckles? Uganda Knuckles? Knuckles. Knuckles? Achso, ja. Kennst du Uganda Knuckles? Ja, yeah. Do you know the way? Do you know the way? kenn ich nicht. Muss man das kennen? Der Meme-Game ist einfach nicht strong. Das war immer im VR-Chat, Alter. Da kommen auf einmal hunderte von diesen Typen an. Ach, die! Do you know the way? Ja, doch, the way, das kenn ich. Ach, doch, klar, das kenn ich. Wie immer so, der auch so dreist aussieht. Ja, Knuckles halt. Safe, Alter. Du bist der kleine Dreistling. Richtige Sonic Heroes. Ey, Raul, ich weiß überhaupt nicht, was hier mit deinem Lager, Junge. Wo hast du die Vinylplatten? Ganz unten rechts. Ganz unten rechts. Schallplatten. Ui. Junge, wie. Hankabre. Well dann. Die zweite von rechts oben in der untersten Reihe. Ja, einfach alles auswendig kennen auch. Ja, safe. Ey, ich habe eine überwachsene Angelroute tatsächlich gefunden. Sehr gut. Sehr gut. Ja, dann angel mal kurz. Muss irgendwas wegschmeißen? Dann schmeiß den Aal weg, sonst fängst du nämlich keinen. Also du musst. Ja, den Aal habe ich weggeschmissen. Nein, mit Spaß. Ach ja, nee. Ja, stimmt. Den, du musst ihn kurz aus dem Inventar packen, auf jeden Fall. Alchemist erreicht Staxheim? Mhm. Aha. Oho. Naja. Wenn er meint. Ich tu's. Muss er wissen. Ich würde es ihm nicht empfehlen. Aber okay. Er hat doch gar keine Ahnung, wovon er redet. Auch nicht. So. Wenn das relevant ist. Also das sind auf jeden Fall ordentlich Schienen. Und die nehme ich auch noch alle mit. Boah. Da muss ich aber echt zurück. Wie ist das mit den Schriftrollen? Ist es wieder erlaubt, sie zu benutzen? Oder? Ich habe 19 Stück gefunden. Ja, gut. Ja, safe, benutzt die, hä? What the fuck? Warum sollte es nicht erlaubt sein? Weil wir Knappheit hatten. Weil es eben noch so wenig war, aber das hat sich inzwischen wieder erledigt. Und da dachte ich mir. Cool. Ja, da sind Pfeile, ganz ehrlich. Keiner von uns benutzt Pfeil und Bogen, ne? Nee, ich hab 999, aber ich brauch's nicht. Aber es ist eigentlich ganz geil, ne? Wenn der Bogen so richtig gut ist. Ja, aber... Ja. Was hast du dir gegönnt, Sandra, für ein Getränk? So, ach genau, ich wollte ja noch kurz erklären. Ja, es sieht jetzt hier noch ein bisschen wüst aus. Eigentlich hatten wir, zumindest bis zum letzten Mal noch, war hier halt so ein Gebäude und so, das haben wir dann alles aufgerissen und wollen das alles ein bisschen größer erweitern. Aber das sind halt NPCs. Räudiger, also eigentlich Rüdiger. das ist tatsächlich ein Magier. Der Boy hier. Ach, der Alchemist. Das ist jetzt zum Beispiel ein NPC, der kommt und möchte sich hier niederlassen. Lust auf eine Dröhnung. Junge, was? Ich will auch. Nicht das ohne fragt mich. Er nicht ehrlich. Das ich fragt er nicht ehrlich. What the fuck? Lust auf eine Dröhnung. Jetzt könnte ich den zum Beispiel für unsere Siedlung rekrutieren. Was hat er denn Schönes? Ist halt ein Alchemist. Ich glaube, der will uns irgendwas für eine Dröhnung gönnen. Nice. So, der ist jetzt in unserer Siedlung. Ich möchte etwas kaufen. Tränke. Kiffer, Alchemist oder was? Tempotrank. Kann bringen auf das Game. Tempotrank. Ich möchte etwas Feuerwerk kaufen. Feuerwerk? Safe. Wie geht außer mir noch jemand in dieser vertrockneten Geil. Höhle rum? Ja, ich baue hier die ganze Zeit Schienen ab. Okay. Ist auch semi-spannend, aber ich dachte mir, irgendwer muss es ja machen. Und wenn ihr so viele Schienen nehmt. Ja. Ja, safe, der hat bestimmt guten Tee, den nehme ich auf jeden Fall. Den besten.
besten von allen Seiten. So, und jetzt hast du hier zum Beispiel auch so ein Management-Dingens. Das sind halt die ganzen Siedler. Und dann kannst du denen halt sagen, zum Beispiel auf Handwerk, der soll auf Handwerk gehen, soll aber nichts in der Landwirtschaft machen, der soll nichts in der Landwirtschaft machen, Handwerk erledigen. Die Jäger sind die einzigen, die jagen können, die sollen halt jagen gehen und halt Nahrung für die Siedlung ranschaffen. Ja, die beiden. Ja, Landwirtschaft, Försterei, also Holz hacken und sich um die Pflanzen hier kümmern. Und ja, je nachdem, was du dann halt für Siedler hast, kannst du denen halt verschiedene Aufgaben zuweisen. Und dann gehen die halt so hier im Geschehen nach. Dann musst du auch so kleine Häuschen für die einrichten. Da muss dann halt ein Bett drin sein. Das muss, stimmt, ich glaube, es muss tatsächlich nur ein Bett drin sein. Und das muss halt geschlossen sein. Aber ja, haben wir hier denen halt nur so ein paar schicke Sachen eingerichtet. Eine Angelhütte. Kannst du auch nochmal das mit den... Das kannst du nochmal mit den Kisten erklären? Das ist jetzt für den Schmied. Ja, ich zeige noch einmal schnell die ganzen Sachen. Das hier soll so eine Art Akademie sein. Hier leben dann die Magier. Wow, kriechende Zombies. Hier haben wir unsere Tiere und so einen ganzen Kram. Also einer für Tiere und für Landwirtschaft fehlt uns halt noch. Heute nicht. Wenn der nächste Kekse hat, dann gebe ich dir einen aus. Und hier hatten wir eigentlich erst so eine Taverne, ein Gebäude aus Holz, aber das haben wir jetzt abgerissen und machen jetzt eine große Burg draus. Und das müssen wir dann halt irgendwann noch hübsch machen. Ansonsten, hier wollen wir halt so ein riesiges Lager machen, mit verschiedenen Kisten für verschiedene Items halt, logischerweise. Und dann kommen die Siedler auch hier rein und wenn jetzt zum Beispiel die das hier abernten, bringen die das dann in die dafür vorgesehene Kiste. Dafür musst du allerdings auch die Kiste erst zuweisen. Und es ist ein bisschen Einstellungskram, also ein bisschen aufwendig. Aber wenn es dann einmal erledigt ist, dann... Jacuzzi, dann kannst du echt... Das ist ein richtiges Netzwerk. Ja, richtig nice. So. Erledige ja sowieso ich. Richtiges Drogenkartell. Ja, das so. Kannst du machen, kein Problem, Digga. Danke, ne? Okay, ich bin allmählich dann hier und würde mich zurückporten. Nee. Ey, hier gibt's noch voll viel zum Ausschlachten, Alter. Hier gibt's noch Efeu-Blöcke und Mass. Ja, aber mein Inventar ist zum Bersten voll. Blöcke und Mass. Das ist mir doch egal. Bersten von allen Seiten. Ey, ich hab hier diese Boxhandschuhpistole bekommen, ne? Das ist eine Nahkampfwaffe. Geil. Und die hat die Verzauberung schlaff. Hast du schlafen oder was? Guck mal, da hilft dich mal Gina. Oh, Gina hilft doch eigentlich immer. Also nix mit meinem HDS-Rohr. What the fuck, Alter? Was soll diese Pistole, Alter? Schnell in Lager stapeln. Zack. Nee, das ist unterschiedlich, was die NPCs anbieten. Also der Alchemist hat Tränke, die beiden sind normale Siedler, die müssen wir dann später noch auskanten. Das hier ist ein Schmied. Ja, okay, Spitzhacke und Angel bietet der an. Und die Magier, wo sind sie denn? Ich glaube, die bieten Zauberstäbe und so ein Kram an. Ja, tatsächlich. Oh, wir können uns einfach Schriftrollen kaufen. Oh, ach, das hat Raul doch einmal auch schon rausgefunden. 51 Gold, ja, ist jetzt vielleicht ein bisschen lächerlich, aber gut. Ich bechere mich weg. Gebarkter Haus. Nochmal, Piraten. Da mache ich hier mal nicht Sumpfstein, ich sondern. Ich hier so auch nochmal weiter. Einrichtung. Da packe ich auch die Dornen dazu. So. Warte, hat keine nützliche Information für dich, krass. Okay. So, also hab ich alle Dungeons in der Nähe aufgedeckt. Okay. Das ist natürlich wild. Das ist wild. Stell mich mal hier hin. Zack. Ja, und das Game. Ja, es ist eigentlich so gesehen auch sehr riesig. Also, du hast halt. Das ist jetzt die Map. Das ist eine Insel. Die Insel hat auch noch eine Untergrundebene.
Das sieht dann so aus. Also, ne, kannst du auch hier überall rumlaufen. Das ist auch nochmal sehr riesig. Und wenn du jetzt an den Rand dieser Insel fährst hier, kannst du die Map verlassen, halt in die Richtung, wo du die Insel halt... Wenn ich jetzt nach rechts fahre, kann ich mir aussuchen, dass ich hier irgendwo hinfahre halt. Und dementsprechend hast du ja sehr, 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 sehr viel Inseln, die du erforschen und abernten und ausplündern kannst. Gibt es halt verschiedene Biome, ne, mit verschiedenen Ressourcen etc. Gibt es Piratendörfer, sind halt Gegner. Gibt normale Dörfer, da kannst du auch Siedler abwerben oder halt Sachen kaufen, verkaufen. Gibt Dungeons in den verschiedenen Biomen, verschiedene Dörferarten oder Dorfarten. Also ich weiß nicht, man kann hier etlich lange scrollen. Also das ist echt Wahnsinn. Ich glaube auch, wenn du es globale Koordinaten... Ja, Mann, da sind wir hier schon bei minus 5633 und 6499. Ja, da bist du, glaube ich, ein bisschen beschäftigt. Aber wir machen es relativ zum Weltspawn. Also Weltspawn ist da, wo wir gestartet sind. Dann ist das hier 00. Und je nachdem, wo wir dann hingehen, haben wir hier auf dem Roster dann halt unsere Koordinaten. Das ist, damit wir dann auch immer wissen, wo wir sind und so. Das ist ja die Avenue-Platte. Dementsprechend waren wir jetzt, also fängst halt ganz normal an. Hier ist auch so der Startpunkt, das ist so der erste Eingang. Gehst dich halt runter und dann fängst du halt an zu looten. Hast du die ersten billigen Gegner und so und fängst dann an mit Kupfer, Eisen, Gold. Machst du dann deine Ausrüstung, dann besiegst den ersten Boss, kommst dann zu Dämonenbarren, also machst dann aus den Barren kannst du so weiterentwickeln an der Dämonenschmiede hier, die du dann halt von dem Boss bekommst. Kannst du Barren ummodellieren in Dämonenbarren und der Boss lässt auch welche davon fallen. Dann hast du halt hier aus Dämonenstahl die nächste Rüstungskategorie. Dann musst du den nächsten Boss besiegen und steigst dann halt immer, wie bei Terraria auch, dann immer die Tiers weiter auf. Und ja, wir sind jetzt gerade hier bei Efeu. Da müssen wir halt in den Sumpf. Und haben jetzt auch jede Menge Efeu-Krams gesammelt, ne? Ja. Also wir haben auf jeden Fall richtig die fette Ausbeute, definitiv. Also ich habe auch hier noch Barren. Ne, Barren sind nicht mehr drin, ne? Doch. Was haben wir denn hier? Ich guck mal.